Wer hätte das gedacht? Nur wenige Tage nach der Angelobung der schwarz-grünen Linksregierung hat bereits das pure Chaos im Regierungsalltag Einzug gehalten. Während sich die schwarze Ministerin für ein Kopftuchverbot bei Lehrerinnen aussprach, sind die Grünen strikt dagegen. Auch in Sachen Mindestsicherung sind die Flitterwochen längst vorbei. Hier gibt es nämlich bereits jetzt massive Vorbehalte gegen die Pläne von Rudi Anschober. Und was macht die grüne Justizministerin Alma Zadic? Sie plädiert dafür, dass öffentliche Räume ohne religiöse Symbole auskommen sollten. Konkret heißt das, das Kreuz soll etwa aus den Klassenzimmern verschwinden. Wie wird Herr Kurz und die ÖVP all das den Österreichern erklären? Wo findet man in dieser Regierung Einigkeit, Gleichklang und Fortschritt? Schon jetzt erinnert alles an die damalige rot-schwarze Regierung, wo Stillstand und Dauerstreit an der Tagesordnung gestanden sind. Hat sich unsere Heimat das verdient? Die FPÖ sagt nein.